Beschreibe dich selbst in 3 Worten. Okay, also mal gut gelaunt, spontan und fast pünktlich. Fast pünktlich. Kenn ich. Du fühlst dich schön, wenn? Wenn ich verliebt bin, ganz sicher. Oh. Und ihr? Doch, ja. Ah, nicht so einfach, oder? Nicht so einfach. Etwas, was keiner über dich weiß. Etwas, was keiner über mich weiß. Oh, das ist nicht einfach. Das gibt es eigentlich gar nicht. dass ich 3 Hunde habe, wissen alle. Okay, nächste Frage, wir gucken dann mal. Dein Lieblingskosename? Also meine Eltern haben mich immer Lole genannt. Das kommt von Amore. Mein Vater hatte so ein rollendes R und dann konnte das nie sagen. Und dann hatte dann auf einmal gesagt, Amore, Amore, Lole. Lole war mein Kosename. Sweet. Und Lieblingsitalienisches Essen? Ich liebe das alles. Ich esse alles, aber wenn ich so richtig hungrig bin und ich habe so Lust auf eine ganz normale Pasta al dente mit Tomaten und Basilico, aber so richtig italienisch, weißt du, das finde ich super. Also Lieblingsitalienisches Wort? Lieblingswort? Gibt's das? Tesoro. Was heißt das? Schatz. Du bist so eine Romantikerin, ja? Ja, ich weiß nicht, wenn ich verliebt bin. Hast du eine Superkraft, die du gern kennen würdest? Oh ja, ich würde gerne wie Flash ganz schnell sein oder unsichtbar. Unsichtbar wäre es toll, komm, dann kannst du immer wissen, was alles passiert und so. Niemand sieht dich. Oh. Lieblingssänger? Ich höre ganz viel Rockmusik, wenn ich trainiere, AC/DC, immer noch so Evergreen von Rock, ich bin so Metal. Ist das nicht was nicht jeder weiß? Oder das könnte Leute? Etwas sein, was nicht jeder Rock, weiß. Metal. Genau. Lieblingsmoment bei Wetten, das? Ich bin immer gerne bei den Kandidaten, weil ich finde, ich denke immer, mein Gott, sowas gibt es ja nicht jedes Mal im Leben und so. Das ist einmal und das ist so ein Andenken, das nimmt man dann mit nach Hause und das sind alles Leute, normale Leute, die sowas nie erleben und deswegen denke ich immer, wow, was ist das für die, die jetzt hier im Fernsehen sind, europaweit und was für ein schöner Moment und ich glaube, das sind so die Momente, die von Wetten, das auch schön sind und auch diese Brücke von diesem VIP, diesem großen Gast, der dann auf dich wettet, eine normale Person, die was Ausgezeichnetes kann. Das finde ich immer so interessant, diese Brücke. Letztes Mal wusstest du noch nicht ganz dazu. Nein, jetzt bin ich ganz sicher. Ja. Ich kann es auch spoilern, ich zeige es euch nachher. Sollen wir wieder ein Video drehen? Wollen wir ein Transition machen? Ja. Leute, müsst ihr abchecken, wir drehen nochmal ein Transition-Video. Oh yeah. Oh yeah.